kennen ja immer nur die vielen roten Bälle in ihren verschiedenen Varianten, aber es ist einfach noch viel mehr, was dahinter steht. Frenkel-Methode ist im Endeffekt ein Trainingskonzept, ein Bewegungskonzept, was entwickelt wurde von Erwin Frenkel, was ursprünglich aus dem Tanzbereich kam, um den Tänzern zu mehr Beweglichkeit, mehr Körpergefühl zu verhelfen. Mittlerweile finden wir es aber auf der ganzen Welt auch verteilt. In Amerika, in Russland sind so große Ausbildungsorte. Die Methode ist jetzt auch die erste, einzige Methode, wo man den wissenschaftlichen Nachweis darüber hat, dass es funktioniert. Aus verschiedenen Studien, aus Parkinson-Studien, aus MS-Patienten-Studien, wo man halt wirklich feststellte, dass man mit der Frenkel-Methode viel verändern kann. Die Frenkel-Methode besteht aus drei Teilen. Wir arbeiten zu einem mit erlebter Anatomie. Das heißt, immer wenn wir mit einem Frenkel-Bewegungspädagogen zusammenarbeiten oder mal einen Kursbesuch oder irgendwas machen, hat er im Regelfall so ein halbes Skelett immer in der Mitte der Reithalle liegen, um einfach die ganzen Strukturen zu erklären. Weil da geht es meistens immer schon los, besonders bei dem Thema Becken, was ja für die Reiter auch sehr wichtig ist, wenn man die Leute zum Beispiel schon mal fragt, wo sind zum Beispiel eure Hüftgelenke? Und das ist immer das Spannende, 90%, 95%, wenn nicht sogar 100%, wissen noch nicht mal, wo ihre Hüftgelenke sich im Endeffekt befinden an ihrem Körper. Aber wenn man da schon mal anfängt, so eine Grundbasis zu schaffen, seinen Körper zu verstehen und sich da etwas mehr auszukennen, kann man sich natürlich auch anders bewegen. Der zweite Block ist, dass wir mit Imagination arbeiten, das heißt mit bildlichen Vorstellungen, sei es metaphorisch, anatomisch, sei es mit anatomischen Bildern oder halt Fantasiebildern. Und das ist besonders das Hauptaugenmerk eigentlich der Frenkel-Methode, dass man sehr viel mit mentalen Training arbeitet, mit der Vorstellung, mit den Bildern. Der dritte Teil, wo man die Bälle dann eigentlich ja, einsetzt, um sozusagen den Teil der Imagination noch etwas mehr zu verstärken, um sich mehr wahrzunehmen. Frenkel-Methode ist im Endeffekt für jeden, sei es nicht nur Reiter, aber wenn wir jetzt ein Auge auf die Reiter legen, für jeden geeignet. Dahinter steht eigentlich so ein bisschen Selbsterfahrung. Das heißt, ich kann mir meine Bälle kaufen, ich kann mit den Materialien arbeiten von der Frenkel-Methode und einfach auch selbst experimentieren. Wichtig ist dabei halt wirklich darauf zu achten, was tut mir gut. Mein Körper sendet mir im Endeffekt die Signale, wann ich zu viel habe. Wichtig ist, das Ganze auch nicht zu lang zu machen. Das ist halt das Problem, was wir in der Reiterei hatten, wo das 2016 zu groß auf den Markt kommt, dass halt viele Trainer gesagt haben, so, du nimmst jetzt diesen Ball unter deinen Sitzbeinhöcker und jetzt reiten wir eine halbe Stunde lang durch die Reithalle, am besten oben noch zwei Bälle, noch einen Ball auf der anderen Seite. Das ist dann genau das, was wir halt nicht wollen. So, das ist einfach weniger als mehr, ein kleiner Reiz macht immer mehr als ein großer Reiz. Und wenn man da die Leute hinbekommt wieder, einfach zu wissen, was man damit macht, dann fangen die auch plötzlich an, nach dem Workshop ihre Bälle wieder aus dem Sattelschrank zu holen, die mittlerweile schon ganz gut liegen. Nutzt die auch.